So, Freunde, jetzt hier einen kleinen Vlog oder ein kleines Video zu unserer Wohnung hier, Airbnb in Cape Town mit Herman. Hier geht es zum Pool, dazu später noch. Jetzt kommen wir einfach hier mal herum, um die Ecke. Es ist hier ein sehr altes Gebäude, aber alles neu renoviert. Wohnung 84 ist unsere. Hallo! Herzlich willkommen, Freunde. Kommt rein. Lass mal rein in die gute Stube. Das ist unser Apartment in Kapstadt, Seaport. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir eine sehr schöne, lensige Couch hier. Kann man sich super hinstellen und natürlich Wärmeschaumgrad. Hier halt unser Ausblick ist nicht so besonders. Wenn man hier noch arbeiten müsste, wie zum Beispiel Hermann vielleicht bald. Uni machen müsste. Hier. Ein mieser Schreibtisch, um das Wort mies mal wieder einzuführen. Interessante Lampe auch. Nicht schlecht. Hier haben wir noch einen schönen Flatscreen, der leider nicht funktioniert. Der ist irgendwie kaputt. Kann man nichts machen. Was auch sehr wichtig ist, schöne Deko. Mhm. So eine wunderschöne Maske. Die ist aus Troja. Eingeflogen hier nach Südafrika. Aircon, alles da. Hier seht ihr zufälligerweise unser letztes Video, was ihr hoffentlich schon geschaut habt. Wer das nicht guckt, ist verloren. Abonniert den Kanal unbedingt. Ja, wenn er nicht abonniert hat, kann jetzt abschalten. Und ja, hier Küche mit allem, was man braucht. Mikrowelle, Herd, Ofen, ja. Noch alles hier sehr schön mit Stein. Sehr gut zum Säubern. Die Sichtflächen wurden gesäubert heute. Ja, wir haben wieder mehrere Tücher, damit wir die Sichtflächen und alles getrennt säubern können. Was auch sehr krass ist, wir haben eine Waschmaschine, da können wir nochmal schön unsere Sachen waschen, bevor es jetzt hier weitergeht. Ja, der Kühlschrank hier auch nochmal ein kurzer. Da hinten ist schon der Wein kalt gestellt. Hier Zwiebelmarmelade, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und auch hier Pekannuss-Macadamia-Butter, auch eine miese Nummer. Und jetzt zeigen wir euch noch die Zimmer hier. Ja. Der erste Raum. Hier schläft der Pep. Vielleicht dann wahrscheinlich mit dem Hermann, wenn ihr heute Abend kommt. Hier ist der Pep. Ein wunderschön beleuchteter Raum. Schönes, naturelles Licht, was hier reinfällt. Naturell, so wie das Wasser. Ja. Hier auch nochmal ein kleiner Balkon. Da ist dann das Wohnzimmer quasi so. Hier so genau. Da vorne ist gleich der Beach. Südafrika-Flagge und hier rum geht es gleich und unser Auto. Genau, dann geht es noch mal weiter um die Ecke rum. Aber hier ist so ein Bad mit einer riesen Badewanne, wahrscheinlich nicht benutzen. Ein ewig weiter Gang hier hinten zum Klo. Ja, Kunst auch dabei. Wahnsinn. Weiter geht's zum anderen Raum. Und hier gegenüber jetzt quasi ist hier noch das zweite Bad natürlich. Auch nochmal groß, geräumig. Dusche. Dusche mit Massagefunktionen. Gute Sache. Jetzt geht es hier in die Leberessgemächer. Ja, das ist jetzt hier nichts Besonderes, aber das Bett ist bequem. Ja, und Platz für die Sachen. Optimopti. Genau, das war es erstmal von der Roomtour. Ihr seht bald noch mehr von uns hier. Jetzt zum Pool. Bis dahin. Ja, jetzt geht's zum Pool. Hier, Pool-Eingang. Vorgeöffnet. Kommen wir hier rein, meine Freunde. Einmal dann durch. Sonne scheint.
warm, auch nicht zu kalt. Aber ja, hier ist der Pool, das Anwesen. Ungefähr 10 Meter Pool. Ordentliches Volumen, auch um Bahnen zu schwimmen, zu kreisen, zu kraulen, alles was man möchte. Kann man hier weiter rum. Hier ein paar exotische Pflanzen. Ja, schöne Liegen, wo man sich hinlensen könnte, wenn man das will. Leider ein bisschen verbaut, aber ja. Hier gleich das Meer und die Uferpromenade. Ganz wichtig, hier unten in Nandos drin. Und drunter gleich eine KFC, den werden wir euch dann nochmal zeigen. Und da ist das Meer. Genau. Es sind wirklich 2 Minuten bis davor. Das habt ihr, da vorne waren wir in einem unserer Videos, wo wir schon mal in Cape Town waren. Da standen wir da vorne. Vorne und jetzt überall, so am Wasser, sind so Sportanlagen. Und jetzt wohnen wir quasi direkt hier. Wahnsinn. Und ja, dann geht es sogar wie ein Pool. Mal sehen, ob wir den noch nutzen werden. Sonst, was steht für den Tag noch an? Also wir holen später Hermann ab, heute ist der 2. Dezember. Heute Abend 23 Uhr landet er, da werden wir den abholen, da werde ich dann auch mitnehmen. Und jetzt müssen wir noch was einkaufen. Auch mal von Hermie noch was zu fooden. Da vielleicht gleich noch ein paar Drohnenaufnahmen machen. Und genau, da werden wir euch hier nochmal zeigen, wie das hier aussieht, die ganze Area und alles drin dran. Und genau, die nächsten Tage zeigt man dann Hermann hier Kapstadt und alles drin dran. Wir werden uns nochmal mit den anderen treffen. Und ja, wir hoffen mal, dass wir euch hier ein paar miese Aufnahmen präsentieren. Und schreibt uns unbedingt in die Kommentare, seid ihr eher ein Pool-Typ oder ein Meer-Typ? So, Hagen, für dich. Hier unten ist der KFC. Da ist diese Ebene quasi, wo der Pool war, wo wir vorhin gefilmt haben. Das ist unser wunderschönes Gebäude hier. Wir haben hier die vegetarischen Optionen noch nicht ausgecheckt für dich, Hagen. Das werden wir vielleicht nochmal machen, ob es hier was Gutes gibt. Ob ihr euch noch erinnern könnt, aber hier waren wir damals mit Celine, da sind wir auch von hier vor lang gelaufen und dann den ganzen Weg dahinter. Doch diesmal sehen wir mal ein Lionshead, ist ja nicht verzogen in den Wolken. Und dort sind wir gerade die Drohne geflogen, da habt ihr gerade die Aufnahmen gesehen. Und jetzt gehen wir noch mal rüber, hier ist nämlich das Greenpoint Stadium, das ist nämlich da dahinter, der Greenpoint Park. Und da werden wir auch noch mal die Drohne fliegen, genau, dann werden wir sehen, dass wir da mal was Geiles aufnehmen. Hier am Greenpoint Park angekommen. Da drüben seht ihr diesen Golfkurs. Und da ist das Greenpoint Stadium. Da war damals hier das Halbfinale der WM 2010 in Südafrika und noch andere Spiele. Und genau, hier ist jetzt allgemein die Greenpoint Area an dem Hang dort. Hier seht ihr überall den schönen Park und dann natürlich wieder hier den Lionshead. Ja,
und da ein bisschen rumlaufen, mal gucken, dass wir irgendwo die Drohne starten können. Wir müssen nämlich schauen, weil es ein paar Wachen unterwegs oder ein paar Wächter, dass die uns hier nicht catchen mit der Drohne, wo wir die hier starten können. Aber da werden wir mal gucken, dass wir euch mal hier ein paar nice Aufnahmen präsentieren können. Wir haben unseren Spot jetzt hier gefunden zum Filmen. Wir sind sehr professionell. Ich hoffe, man versteht mich noch, weil es gerade wieder sehr windig ist. Hier ist aber zum Beispiel jetzt auch noch ein Beachvolleyballplatz. Dahinter ist wieder auch noch so ein Outdoor-Gym. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut erkennt. Aber echt wieder coole Location, cooler Park. Und jetzt kommen gleich noch ein paar Aufnahmen mit der Drohne.